Hast du Schmetterlinge im Bauch? Ja? Du frisst aber auch echt alles. Ja, und bei den Bayern sind jetzt auch ganz neue Frühlingsgefühle am Start. In the house ist der Körnerpapagei. Thomas Tuchel, Professor Doktor Fußball. Dem sein Vater ist Ralf Rangnick. Wo beim Rangnick ist nur noch Konzept und System ohne Erfolg. Wenn du nur noch Ramadan und Fasten abwechselnd machst, dann siehst du irgendwann aus wie der... Beim Tuchel sagt doch selbst Karl Lauterbach, Junge, iss doch mal wieder was. Statt Weißwurst ist jetzt angesagt Molekularküche. Ich bewerbe mich jetzt beim FC Bayern als Koch. Da hast du unter Tuchel den geilsten Job. Ganzen Tag frei und nach dem Training gibt's dem Sané und dem Müller einfach einen Apfel. Feierabend. Ne, Patrick, apple a day keeps the doctor away. Und jetzt gib mir dein iPad und lauf nach vorne. Thomas Tuchel, Erfolgsgarantie 100%, Sympathiewert 0. Weil der Tuchel stellt sein System über den Fußball. Bei den Bayern heißt er nicht mehr Mir San Mir. Nee, Mir San Tuchel. Und der Brazzo glaubt bis jetzt auch noch, er weiß, wo der Hase läuft. Aber der hoppelt. Der Brazzo ist ein Typ, sagt seine Frau. Geh mal einkaufen, hol mal ein Glas Marmelade. Und wenn sie Eier haben, bringst du 8 mit. Kommt der wieder? Warum hast du 8 Gläser Marmelade gekauft? Ja, weil sie Eier hatten. Nehmen wir mal an, Thomas Tuchel ist der Busfahrer der Bayern. Und der Brazzo brüllt von hinten. Ey, das war rot und du bist drüber gefahren. Da wird der Tuchel noch nach hinten brüllen. Hier vorne war aber nicht rot, du Klugscheißer. Seitdem Thomas Tuchel bei den Bayern Trainer ist, weiß doch jeder, die männliche Form von Domina ist Domino. Und so ein Trainingstag mit Thomas Tuchel ist ein Domino-Day. Wenn einer umfällt, fallen alle. Stefan, was ist denn dein Motto? Veni, Vidi, Violini, ich kam, sah und vergeigte, oder was? Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Trainer bei den Bayern geworden. Ne? Ich bin ja so ein Typ, ich sag zu jedem Hallo. Ist jetzt egal, ob du der Brazzo oder der Platzwart bist. Ersten Tag, ich komme zu den Bayern. Was hätte ich gemacht? Weißwurst-Frühstück für alle hätte ich ausgegeben. Klar. Hallo, hallo, hallo. Den Tuchel schätze ich aber so ein. Der kommt den ersten Tag in die Geschäftsstelle, nimmt einen Kaffee, also den er sich da zieht, umsonst. Trinkt den, verschüttet einen Schluck. Auf dem Teppich und sagt zum Pressesprecher, hier, mach mal sauber, wisch mal auf, ich muss auf den Platz. Ja, aber mit mir gewinnst du halt keine Champions League. Viele haben mich gefragt, Uwe, warum bist du als Kreisliga-Trainer eigentlich glücklich? Ja, ich guck mal, wir sind seit Jahren auf Platz 17. Und ich bin relativ happy. Also unterm Strich ist alles besser. Andi, wie nervig bist du eigentlich? Was ist denn dein Hobby? Am Zebrastreifen hin und her gehen und mit dem Handy telefonieren? Stefan, denkst du dran, wenn du gleich Online-Poker zockst, ne? Ein Ass im Ärmel, hilft nicht. Ich sag mal so, wenn der Nagelsmann als Typ kompliziert war, dann ist der Tuchel labyrinthisch. Beim Nagelsmann zählt halt das Motto, einmal Löwe, immer Löwe. Bleibt aber München treu, hat sich jetzt ein Anwesen gekauft am Tegernsee. Von der Tagesgage, von dem Rest, was er von den Bayern noch kriegt, gönne ich ihm. Die Bayern haben, glaube ich, den Tuchel auch nur verpflichtet, damit sie ihn von der Steuer absetzen können. Als außergewöhnliche Belastung. Was machen die Bayern eigentlich, wenn der Tuchel die Saison genauso erfolgreich beendet wie der Nagelsmann? Meldet der Kahn dann den Verein endlich ab, oder was? Jeder bei den Bayern weiß doch, gut, bis auf der Brazzo. Wenn du den Tuchel holst, dann holst du die Champions League. Klar, du hast nur Probleme an der Hacke. Der Tuchel ist wie Schnaps. Wenn der ins Spiel kommt, wird's kurzfristig richtig geil, aber am nächsten Tag kennt dich keiner mehr. Patrick, du bist für unser Team wie so ein arbeitsloser Schauspieler. Du spielst auch keine Rolle. Verliert Thomas Tuchel den Auftakt gegen seinen Ex-Club, gegen den BVB. Da steht Ottmar Hitzfeld schon bereit. Egal auf welcher Seite. Aber die Bayern-Spieler werden in Zukunft eins lernen. Zum Beispiel so ein Serge Gnabry. Thomas Tuchel, der hat auf dem Trainingsplatz sein eigenes Vaterunser. Serge! Serge! Nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei.
für unser Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick, hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht hier oben. Ehrlich, jeder spielt den Ball tief. Nur du hast eine bessere Idee. Ja? Komm hier, könnt ihr hinterherlaufen. Kevin! Boah, der ist so hohl, der ist eingebrochen in Adidas-Geschäft und die Polizei hat geschickt drei Streifen. Heute ist Outtake-Time. Patrick, du spielst... Patrick, du bist für unser Team, wie so ein arbeitsloser... Oh Gott, ey, was ist denn heute los? Die männliche Form der Domina heißt Domino. Oh, scheiße. Und so ein Trainingstag mit Thomas Tuchel ist der Domino-D. Ne? Fliegt einer, alle anderen um. Ja, siehst du, das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz, aber ich habe ihn einfach vergessen. Fliegt einer. Du setzt an. Ja. Ja. Also, ich setz an. Den Tuchel schätze ich so ein. Der kommt am ersten Tag auf die Geschäftsstelle, nimmt sich einen Kaffee, den er sich da gezogen hat, verschüttet den noch auf dem Kaffee. Nein, verschüttet den noch auf dem Kaffee, genau. Andi, wie nervig bist du eigentlich? Was ist denn dein Hobby? Gehst du mit dem Handy auf und ab am Telefon? Heute ist Outtake-Time.